wir beobachten ja aktuell das aktive Bekämpfen von Wettbewerb, von Leistung und Leistungsträgern sowie das Negieren von Hierarchie selbst. Schulkinder, die kriegen ja teilweise keine Noten mehr und Sportwettbewerbe bei Kindern, also Fußball zum Beispiel, die verzichten auf die Ergebnisse. Also der Schaden, der hier angerichtet wird, der ist einfach mal phänomenal. Hierarchien nämlich, welche durch den fairen Wettbewerb gebildet werden, die sind ein völlig natürliches Konzept, ein aristokratisches Konzept, das den Fortschritt erst möglich macht. Und gerade in unserer Natur, also der männlichen Natur, dort liegt der Drang nach Wettbewerb, der dafür sorgt, dass wir uns wohlfühlen und unsere Aufgaben erfüllen. Die sogenannte Leistungsgesellschaft ist also keine Theorie, die man aufstellen muss, sondern die ist allgegenwärtig, für alle vorteilhaft und notwendig. Auch das ist also nichts, was man sich aus den Fingern saugen muss. Competition increases testosterone, gib das mal bei Google ein und bade in einem Meer an Studien, die genau das belegen.